Die Spieler, die hier sind, sind aus eigenem Willen hier. Die sind super motiviert. Wir haben von Anfang an eine super Chemie gehabt. Also das ist natürlich, gehen einem Leute auf die Nerven, je länger man miteinander zusammen ist. Aber der Sommer jetzt, diese Veranstaltung ist zu kurz aus meiner Sicht. Ich spüre das auch überhaupt nicht bei den Spielern. Ich glaube natürlich, dass auch Trainer sich in ihrer Ansprache in gewissermaßen abnutzen. Also er sagt immer dasselbe, das kennen wir auch. Aber ich glaube, dass es gerade bei der Kürze dieser Veranstaltung nicht stattfindet oder wenig. Und natürlich jetzt auch, in der Bundesliga kann so eine Saison natürlich schon mal lang sein. Also Richtung Januar oder Februar, wenn man dann 30, 40 Spiele hat und hat noch 4 Monate vor sich, dann kann man sowas wie ein Lagerkoller, glaube ich, reingehen. Und das ist auch normal. Und da muss man, glaube ich, auch reagieren. Das ist hier überhaupt nicht der Fall. Es war ja auch super schnell. Boom, 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 Trier, dann Hamburg, Japan, jetzt hier. Also ich glaube eher, dass es jeder durch diese schnelle Vorbereitung, auch das, was hier stattfindet, noch konzentrierter ist. Ich glaube, da muss man nicht viel machen. Als Bundestrainer ist das zum Glück eine Sache, mit der man nicht groß umgehen muss. Es kann sein, dass ich den Fernseher anschalte, aber es ist jetzt nicht irgendwie so. Also ich fieber jetzt den anderen Spielen entgegen. Also das kommt dann, wenn wir gegen die spielen. Das Turnier fängt morgen für uns an. Die Konzentration ist super hoch jetzt auf das Spiel gegen Frankreich. Und ist natürlich jetzt auch klar, also diese ganze Vorbereitung endet dann morgen und dann ist man im Turnier drin. Und dann wird das natürlich auch so super anstrengend und egal wie alle Ergebnisse sind, also ob man jetzt gewinnt, natürlich ist das Verlieren wahrscheinlich noch anstrengender, aber also alles, was jetzt im Turnier kommt, wird extrem fokussiert auf das, was man der Mannschaft tun kann, und da sind die anderen Spiele dann nur wichtig, wenn sie einen selber also irgendwie beschäftigen später. Also erstmal für jeden Zuschauer ist das... Das habe ich zwar schon mal gesagt, aber für mich ist es wirklich die beste Weltmeisterschaft aller Zeiten. Es gab noch nie so viele NBA-Stars, Stars überhaupt in der Breite, die hier sind. Ich glaube, es gab auch noch nie eine Weltmeisterschaft, die so extrem ausgeglichen ist. Ich könnte ohne Probleme 10, 11 Mannschaften sagen, die für mich eine wirkliche Medaillenchance haben. Und der Kreis, der das dann gewinnen kann, ist vielleicht ein bisschen kleiner, aber nicht viel. Also bei dem Turnier kann unglaublich viel passieren. Sehr, sehr viel Talent. Unsere Mannschaft gehört dazu, zu den Mannschaften, die sehr talentiert sind. Wir werden eine Mannschaft sehen, die natürlich angeführt wird von Dennis Schröder. Von ihm hängt natürlich viel ab, rein aus seiner Position, weil er den Ball nach vorne bringt. Er ist super motiviert, er wird die Mannschaft anführen. Aber wir haben einen Kern der Mannschaft, der sich auch lange kennt schon. Die wissen um ihre eigenen Stärken. Ich glaube, dass wir in der Lage sind, bestimmte Situationen gut für uns auszunutzen. Wir werden sehr leidenschaftlich versuchen zu verteidigen. Wir kriegen am Anfang gleich einen der größten Gegner des Turniers wahrscheinlich. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es ein spannendes Spiel wird, das erst in der letzten Phase entschieden wird. Jedes Spiel live und kostenlos für alle.